Hallo ihr Flöhe, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play No One Lives in Heaven. Wir wollen jetzt, bevor es endlich zur Burg geht, wollen wir dies... Nein, ich muss das umformulieren. Wir wollen die Strickleiter ausformulieren. Ein Kaktus mit einem extrem niedrigen Auflösung. Kannst fast jeden Pixel einzeln zählen. War das der Kaktus oder war ich das? Ein überaus pixeliger alter Baum. Seine niedrige Auflösung deutet auf sein hohes Alter hin. Als du hinabsteigst, dringt eine Stimme an dein Ohr. Sie klingt wie eine alte Aufnahme, etwas blechern und rauschend, aber trotzdem verständlich. Dies ist ein Stück Holz. Ja. Ein Lagerfeuer, wie lange es schon brennt und wie lange es wohl noch brennen wird. Zack. Ich habe es auch gut gemeint. Ein stark verpixelter Zaun. Okay, was steht auf dem Schild? Hier scheint eine Art Anleitung zu sein. Lesen. Wenn du das Feld rechts von dir lebend durchqueren möchtest, musst du aufmerksam lesen. Okay, warte. Ein L ist 4 Schritte hoch und 3 Schritte breit. Dieses L wird um 90 Grad nach links gekippt. Ja. Hänge das gleiche L als an. Moment. Hänge das gleiche L hinter das vorherige und spiegel es vertikal. Wiederhole Schritte 1 und hänge es dran. Jetzt noch ein I horizontal und du bist durch. Ich habe es abfotografiert, aber mein Hirn hat irgendwie auf Durchzug gestellt gerade. So. Der Schatz befindet sich in dem ein L ist 4 Schritte hoch und 3 Schritte breit. Dann hänge das vorherige L an hinter das vorherige und spiegel es vertikal. Wiederhole Schritt 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2.
Jetzt noch ein I hoch ins Total und du bist durch. Eins, zwei. Was? Er hat gesagt, was? Gemeinheit. Diese Blumen sind derart verpixelt, dass du ihre Gattung nicht aufmachen kannst. Zack. Erstmal die Oma. Aber ich hätte es dir nicht geben dürfen. Was ist das? Der Bug in dieser Schenke war größer als gedacht. Es ist ein Zombie. Oh ne, ist ja. Ja, ist egal. Was? Ausgewichen? Gemeinheit. Na, hat wehgetan, ne? Punch it, ist klar. Du findest einen Goldring. Hätte ich einfach in Ruhe gelassen. Grüner Quarz. Ja, die sind verpixelt. Nehme ich. Meine Liebe hatte ich umgebracht. Erinnerungschip. Was? Ich war da. Was? Was? Warum? Wen ist denn das? Erinnerungschip. Ist der für dich? Nee, ne? Hallo, rede mit mir. Nee, für dich ist das auch nicht. Was mache ich denn jetzt mit dem Erinnerungschip? Noch ein paar Tipps vorab. Okay. Der Erinnerungschip. Für dich nicht. Nein. Das ist noch ein Auftrag. Hört ihr mir überhaupt zu? Und was hier? Aber berechtigte Frage. Schließlich ist die Verbindung zum Interface immer noch getrennt. Die Antwort wird euch enttäuschen.
Der Händler im Interface ist der echte NPC. Der eigentliche Verkäufer des Spiels. Auf dem Kontinenten und im Himmel bin ich nur eine von Rolf erstellte Kopie. Dazu da, Spielern, die nicht weiterkommen, den Weg zu weisen. Anscheinend liegt Rolf sehr daran, dass jeder Spieler bis zum Ende kommt. Also bist du der NPC eines NPCs. Wie viele Spieler gibt es denn? Ich glaube, ich habe schon zu viel gesagt. Ich halte jetzt besser meine Klappe. Ja, plaudern. Ich finde es beeindruckend, dass ihr selbst mit dem unbedeutendsten NPC, der nicht nur Komfortfunktionen eingebaut wurden, eine solche Rätseligkeit an den Tag legt und mit ihm plaudert. Schweigen ist Silber, reden ist Gold. Eigentlich andersrum. So wird es wohl sein. Und damit ihr verbales Gold von mir bekommt, benötige ich echtes Gold von euch. Wie sieht's aus? Wer könnte eine Erinnerungsschip brauchen? Du? Habt ihr einfach was zu tun? Okay. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wer da Interesse hat. Obwohl, wir könnten mal noch ein paar Schälchen Wasser mitnehmen, nochmal ein paar Heiltränke und so machen. Ich habe noch nicht den Schlüssel hierfür gefunden. Oh nein! Nee, egal. Dann halt keine Pixelschuhe für mich. Kann komischerweise nur 3 tragen, warum auch immer. Machen noch ein paar von diesen Kapseln. Nicht dagegen treten, nein. Machen wir davon 3. So, dann nehmen wir nochmal 3 mal mit. Beziehungsweise. Einmal nochmal herstellen und dann nehme ich 3 auf Vorrat mit. So. 1, 2. Chip sein soll. Ehrlich nicht. Wow, ich habe Schrottebaum gefunden. So.
Guck ich mal, ob ich noch ein paar Blümchen kriege. Das sieht ehrlich gesagt ein bisschen schlecht aus. Ah, ich kann mal gucken, wie der jetzt aussieht. Ich denke, das ist wieder in Ordnung. Pflücken. Rot nehmen wir auch mit. Ist ja gar nichts los hier. So, gucken wir mal, ob wir noch ein paar Blümchen mitnehmen können. Welche finden. Aber ich glaube nicht. So, soll ich zur Spinnenfrau gehen und sagen, dass ich bereit bin, oder soll ich es mit ihm machen? Ich glaube, ich gehe erst zur Spinnenfrau und dann speichere ich vorher und dann, ne? Bringt das nichts. Hier war die drin, ne? So, speichern. Ich bin bereit. Achso, ich muss gegen die kämpfen. Okay. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Lass uns anfangen. Ich gebe dir jetzt meine schwächste Kampfverarbeitung. Zeig dir. Attacke! Attacke! Da, 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 da. Yay! Gewachsenes Kraut gefunden. Oh ja, meine Güte. Oh mein Gott, sind die stark. Und so herausfordernd. Herausfordernd. Entschuldigung. Dietrich gewonnen. Wow, zwei sind geschafft. Es fehlen nicht viel mehr. Ach, ich reife die dritte Runde. So, letztes Mal. Ein Skillpunkt gefunden. Ah, noch zwei noch. Ach ja. Das heißt, es kommt diese komischen Echsen oder was? Echsenspannen. Schlangenechsen. Man weiß es halt nicht. Katze gefunden. Oh, ein Kätzchen. Super, jetzt musst du deine letzten Reserven aufbieten. Noch dieser eine Gegner und ich kann endlich wieder den Nexus. Ich drücke dir die Daumen. Bitte gewinne. Oh, hab ich schon gedacht.
Feuerschlag. Britzel. Du hast geschafft, alle Runden Subroutinen wurden aus meinem Programmcode entfernt. Bevor ich mich jetzt dematerialisiere, gebe ich dir all mein Gold. Ich brauche es nicht mehr. Auf Wiedersehen. Vielleicht wandert ihr Menschen am Ende eures Lebens ja auch in den Nexus. Ich würde es euch wünschen. Damit du im Spiel nicht so schnell stirbst, gebe ich dir noch diese Waffe. Weil es eine Brechstange. Yay! So. Haben wir auch noch geholfen. Sind richtig nett heute. Ein Fouponbett für mich. Super. So. Das haben wir alles erledigt. Das heißt, wir könnten jetzt zur Burg. Tatsächlich. Konnten wir allen helfen, auch zu diesem komischen Schatzkarten-Ding. Wollt ihr jetzt zu Bock aufbrechen? Ja. Gerne, doch bedenkt, dass du gerüstet sein solltest, wenn du aufbrechen musst. Vorräte, Energiefalten, bla bla bla. Ja. Okay, dann bereite ich mich dann lieber vor. Achtung kurz. Ganz kurz. Guck schon mal, was die Brechstange kann. Oh, so gut ist die aber jetzt nicht. Die ist eigentlich gut. Er macht minus Gesundheit. Ja, so ist okay, meine Güte. Ja. Mein Gott. Ich bin gerüstet. Oh. Hallo. Speichern, würde ich sagen. So. Ja, komm. Ja, wir gehen. Okay, los geht's. Ich wünsche euch viel Erfolg bei deiner Reise. Nee, ne? Also ich meine, wir hätten das Buch von da hinten nehmen können, ne?